Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees82 mit der Kalenderwoche Nummer 16 von meinem Filmtagebuch und ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen, seid gesund und munter und ihr habt eine letzte schöne Woche. Ja, letzte Woche, zumindest vorletzte Woche, war ja ein bisschen, ja, der Wurm drin mit der Verbrennung vom lieben Frau an der Brust und am Arm. Ja, sie war jetzt nochmal bei unserer Wundschwester im Krankenhaus und ist einigermaßen gut verheilt, das Ganze. Ein wenig dauert es noch, aber es ist auf jeden Fall auf der Weg der Besserung. Nochmal hier vielen Dank an alle Genesungswünsche für euch. Vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten, letzte Woche gab es so gut wie fast kein Video von mir. Ich muss mich zurzeit echt dazu zwingen, irgendwelche Videos zu machen. Ich habe einfach zurzeit echt keinen Elan, irgendwas dazu machen. Ich habe jetzt noch so einen Stapel, wo ich abfilmen muss. Aber ich brauche einfach Zeit für mich, muss ich ganz echt zugeben. Ich bin froh, wenn ich einfach nichts machen muss, einfach mal für mich sein. Also es kann sein, dass es ein bisschen ruhiger auf dem Kanal wird, aber das ist immer bei mir immer, ja, tagesabhängig, wie ich gelaunt bin. Und ja, ansonsten gab es ein paar Filme diesmal bei mir, nicht mehr so viele gezockt wie die letzten Wochen. Und am 15. April ging es erstmal los, früh aufgestanden, dann gleich gekocht und dann gleich früh zum Training. Hier mein Push steht immer ausprobiert vom lieben Fabian und muss echt sagen, macht extremst viel Spaß, das neue Trainingsprogramm, und tut auch ganz schön einen fordern. Und dann eben, dann sind wir, bin ich zum Spätdienst gefahren, ich habe wieder sehr viel gelacht auf der Arbeit, war wieder extrem gut drauf und hat extrem wieder viel Spaß gemacht. Und dann bin ich heimgekommen und dann gab es eben die nächste Folge von Dune, der Wüstenplanet, die Serie. Ja, mein Bärchen, jetzt ist er schon wieder da. Jetzt ist er schon wieder da, hä? Unsere Perle. Unsere Perle ist schon wieder da. Was haben wir hier angestellt? Ja, na komm her. Aber er mag die nicht. Da ist er immer ein bisschen knäschig, der ganze Kerl. So, komm her. Du musst her, jetzt musst du herkommen. Hier. Na komm. Leg das hin. So. Gut, also Kater ist jetzt erstmal beruhigt mit seinen Leckerlis und wir machen weiter. Wie gesagt, Dune, der Wüstenplanet, habe jetzt eben ein paar Zwang geguckt, meine liebe Frau. Und ich muss echt sagen, die Serie geht, ist sehr nah an dem Buch und muss ich echt sagen, ist wirklich sehr gut gemacht. Ja, wie gesagt, ich schon beim letzten Mal sagte, beim Part 1, das einzige Kritikpunkt an dieser Serie ist wirklich, ja, die billige Machart, das CGI, die Computereffekte schauen so dermaßen schlecht aus. Auch manche Kulissen wirken sehr, sehr billig. Aber irgendwie von der Handlung her ist das ja auf jeden Fall das Beste, was man hier machen kann von der Serie oder vom Buch zum Film, ganz ehrlich. Denn es ist wirklich komplette, ja, Textpassagen vom Buch auch hier integriert worden. Und das gefällt mir hier schon mal sehr, sehr gut. Gut, danach, nach dem Part 2 gab es dann eben dann die Waymanch Legends, die Herausforderungen wieder, die Meisterherausforderungen als auch die Wochenherausforderungen. Ja, immer so Silber bekommen. Habe jetzt auch erfahren, dass man da auch einen Glitch verwenden kann, das, wo man eben sehr weit kommt. Aber ich habe es versucht, keine Chance, ich kann das nicht, ich bin zu blöd dafür. Also spiele ich es eigentlich auf ehrliche Art und Weise und dann brauche ich eben mindestens 90 bis 100 Tage, um das noch abzuschließen, auf die Genialitätsstufe Nummer 11 zu kommen. Und dann am nächsten Tag, am 15. April, am 16. April, dann ging es dann weiter, wieder zum Training gewesen und da habe ich eben dann Pull-Training durchgeführt. Auch das war auch sehr schön. Muss auch sagen, auch da habe ich 2 Stunden gebraucht. Eigentlich habe ich ihm gesagt, eine Stunde, anderthalb Stunden wäre jetzt echt nicht schlecht, aber ja, mit Laufen und halt eben noch mit bisschen Ratschen waren es in den 2,5 Stunden wieder. Und danach war ich noch ganz fix einkaufen gewesen und danach direkt zum Spätdienst. Also es war ein bisschen stressig, konnte auch nichts vorkochen bei mir diesmal, habe mir da ein Salat mitgenommen zum Essen und mein Thunfisch. Auch das hat eigentlich gut funktioniert, aber ich will am liebsten immer was Warmes haben. Auch dieser Spätdienst war wieder extremst amüsant, viel gelacht wieder wie immer und ja, mit den richtigen Kollegen ist die Arbeit einfach wunderbar zu erledigen. So, dann auf jeden Fall, dann bin ich heimgekommen von dem Spätdienst. Emma war noch auf, sagt sie, ich habe so Bauchweh. Natürlich, am nächsten hat sie natürlich wieder Schwimmen gehabt, kann auch wieder daran gelegen haben. Also gab es ein bisschen, ja, so Eukalyptus-Bäuchleinöl, nennen wir es einmal, von meiner lieben Arbeitskollegin. Das hilft auch extrem gut ihr und siehe da, danach war auch die Bauchschmerzen auch wieder weg.
Danach gab es eben dann den dritten Teil von Dune, der Wüstenplanet. Und da muss ich echt sagen, auch hier eben jetzt das Ende sehr gut gemacht. Und hat auch mir sehr gut gefallen. Und muss auch sagen, also hier auch das Ende ist eigentlich auch wieder im Buch. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Beim die zweiten Teil, und zwar Children of the Dune, da bin ich schon sehr gespannt, weil dieses habe ich noch nie gesehen, auch das Buch noch nicht gekannt. Einmal gesehen, wie es dann auch noch wird. Gut, danach mal wieder die Waymans Legends Herausforderung gemacht, wie eh und je. Wie unser täglich Brot gibt uns heute, unser täglich Brot gibt uns Wayman. Und dann am nächsten Tag habe ich eben dann mein Trainings frei gehabt. Okay, jetzt gucke ich mir mal einen Film an, und zwar den Film Night of the Hunted. Der Film von Produzenten Eli Roth. Und ja, klingt schon mal extrem cool, hat auch, war echt interessant. Natürlich ein bisschen ist die Story schon sehr weit hergeholt. Eben hier, sie geht jetzt hier in die Tankstelle rein, dann wird sie attackiert von einem Sniper, der nur mit, dann nur mit, ja, mit Headsets von jetzt Walkie-Talkie sich eigentlich mit ihr unterhält und eben dann auf die, ja, Geschehnisse, zumindest auch allgemein auf diese ganze Situation, auf der ganzen Welt jetzt eigentlich ist, dass eigentlich hier man, ach, ich bin jetzt hier wegen raus, ich habe Nachtdienst gehabt, tut mir leid, jetzt bin ich wegen raus, jetzt bin ich wirklich raus. Night of the Hunted. Scheiße. Wo es eben um die Probleme geht in der Gesellschaft, die man auch hier auf jeden Fall ansprechen kann und auch hier wirklich sehr rüber, gut rüberkommt. Der Film an sich, ja, er war auf jeden Fall spannend gemacht, hat auch einige blutige Effekte mit dabei gehabt, das auf jeden Fall. Aber irgendwie der Schluss war leider doch nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Man hat nie erfahren, warum er das jetzt alles gemacht hat. Was war los, wie es auch immer. Und auch das Booklet von dem Mediabook war eigentlich doch ein recht interessantes Interview. Ich bin eigentlich kein Freund von Interviews in den Mediabooks oder in den Booklets. Aber es war auf jeden Fall doch ganz interessant. Einfach aus dem Grund, es geht auch über die Entstehung des Films. Auch der Hintergrund, was dieser Film auch vermitteln soll. Die Werte und war auf jeden Fall dann doch ganz zum Durchlesen. Der Film bekommt jetzt von mir, ja, 6,5 von 10 Punkte. Jetzt nichts Berauschendes, aber auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man es gerne möchte. So, danach am nächsten Tag wieder gekocht, wie immer. Und dann war es mit einigermaßen noch angenehm zu fahren. Bin mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren. War ein bisschen kalt, muss man schon sagen. Es war ein bisschen kalt, aber auch das war auf jeden Fall zu ertragen. Auch der Spätdienst, wie immer, war gut. Und dann abends heimgekommen, sag ich, Schatz, wollen wir jetzt mal einen Film angucken, also einen anderen Film, nicht nochmal Dune. Interessiert mich zwar, wie es weitergeht, aber ich brauche jetzt mal kurz eine Abwechslung. Sagt sie, okay, gib mir mal ein paar Vorschläge. Und da habe ich ihm eher ein paar Vorschläge gegeben. Einmal Detox im Auge der Angst, dann Capone und was war es noch? Der Sturm, genau, von Wolfgang Petersen. Und da sagt sie, ach, weißt du was, ich habe interessant, ich finde Tom Hardy in als Capone doch ganz interessant und ich mache dann mal das. Und ich wusste, du willst einen Mafia-Thriller angucken? Dann sage ich, okay, dann machen wir halt das. Ja, Capone, wollte ich schon lange mal sehen. Film mit Tom Hardy. Und ich stehe auch hin drauf, spannender Mafia-Thriller mit Tom Hardy als Amerikas berüchtigster Gangster Al Capone nach wahren Begebenheiten. Klingt sauspannend und einst ein skrupelloser Geschäftsmann und Schmuggler, der Chicago mit eiserner Faust regierte, war Al Capone der berüchtigste und gefürchteste Top-Gangster Amerikas. Die Behörden konnten ihm zwar nicht wegen seiner Verbrechen habhaft werden, sehr wohl aber seine Vergehen wegen der Steuerhinterziehung. Im Alter von 47 Jahren, nach fast einem Jahrzehnt Gefangenschaft, wird er entlassen, ist jedoch gesundheitlich gezeichnet und fortan nicht mehr der gleiche. Im Kreise seiner Familie versucht der kranke Patriarch, die Erinnerungen an die Millionen von Dollar, die er auf einem Grundstück versteckt hat, zu bewahren. Denn das FBI liegt immer noch auf der Lauer. Also ihr hört es, es klingt wirklich verdammt spannend. Und wenn man sich es auch so durchliest, würde ich auch behaupten, es geht eigentlich so eine kleine Biografie über Al Capone. Über den Werdegang, wie er eben zum berüchtigsten Gangster wurde, dann zur Gefangenschaft und dann eben noch die letzten Tage oder letzten Monate noch, wo er halt eben noch so schlecht war. Ja, das dachte ich auf jeden Fall, aber dieser Film ist nicht das, was man hier bekommt. Sondern es geht wirklich um das letzte Jahr von Al Capone, wie er halt eben, ja, in dem Wahnsinn verfällt, kann man sagen. Und das natürlich, muss man hier auch wohlgemerkt sagen, hat
Tom Hardy sehr gut dargestellt. Der ganze Film ist aber trotzdem völlig bescheuert. Ganz ehrlich, wie kann man einen Film über letztes Jahr machen, wo man eigentlich ihn sieht, wie er eigentlich nur noch ein Krüppel ist und nichts mehr auf die Reihe kriegt? Ja, natürlich ist es ein Teil von seinem Leben, ist auch voll ganz und klar. Aber es war einfach nicht das, was ich sehen wollte. Ich wollte einen Gangsterboss sehen, der auch wirklich ein bisschen was Schlimmes tut. Ja, halt eben eine einigermaßen Biografie von ihm. Und was er mir bekommen hat in diesen 104 Minuten, war wirklich, boah, also man kann es eher als Drama sehen, aber als spannendes Mafia-Thriller, um Gottes Willen nie und nimmer. Der war trotz all dem sowas von langweilig an manchen Stellen. Und nochmal, die Darstellung von ihm, von Tom Hardy, war gut. Aber auch da, das Make-up, das Kostüm war einfach nur schlecht. Es war einfach nur schlecht. Und wenn man auch hier drauf guckt, auf dieses Bild, ja, so kann man sagen, ist auch der Film. Die Qualität ist wirklich unterste Schublade. Also ich kann, also vielleicht bin ich auch hier komplett verkehrt. Also es kann auch sein, dass ich mich einfach hier was anderes habe erwartet. Ich habe was ganz anderes erwartet, gebe ich ganz öffentlich zu. Eben ein spannender Mafia-Thriller, was aber absolut nicht der Fall ist. Also, ich sag's ganz ehrlich, der Film bekommt mir 2 von 10 Punkten. Und auch nur, weil Tom Hardy hier gut gespielt hat. Ansonsten ist dieser ganze Film kompletter Schrott. Also ich fand diesen Film wirklich absolut schlecht. Absolut schlecht. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr diesen Film schon gesehen habt und wie ihr diesen Film findet. Gerne reinschreiben. Also ich fand diesen Film mehr als schlecht. So, bekommen von mir, wie gesagt, 2 von 10 Punkte. 3 von 10 Punkte, noch wenn man es gerade mit den Augen ein Auge zudrückt. Aber ganz, ganz mies. So, am nächsten Tag, am 18. April, ging es dann wieder weiter mit dem Push-Training. Auch da hat er 2 Stunden gebraucht. Und dann habe ich dann mit meiner lieben Frau noch einen Film angeguckt, und zwar Detox im Auge der Angst. Das neue Mediabook von RetroGold 63 mit den Langfassungen von dem Film, und zwar den Jim Gillespie's Full Length. Aber ich dachte mir, meine Frau langt erstmal, wenn wir jetzt hier die normale Kinofassung angucken. Ich gucke mir mal die Langfassung noch später mal an. Und ja, meine Frau ist rausgegangen, weil sie dann noch keine Lust mehr gehabt hat. Sie hat den Film schon gekannt. Ja, so gutes Film jetzt. Ich mag den Film immer noch sehr gerne. Und dachte mir, okay, die Kinofassung gebe ich mir erstmal ganz kurz zuerst. Die geht ja gerade mal 96 Minuten geht's her. Und von daher eine gute Laufzeit für jeden Fall für diesen Film. War spannend, ist auch spannend. Und man kann wirklich bis zum Schluss miträtseln, wer der Mörder ist. Natürlich, wenn man den Film schon kennt, dann natürlich ist es natürlich das Thema durch. Aber ich muss sagen, er macht immer noch Spaß. Auch das Booklet damit durchgelesen und ist geschrieben von Jean Reises. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Dann haben wir eine Lesezeit von ca. 25 Minuten mit einem Vorwort von RetroGold 63. Dann eine kleine Inhaltsangabe zu dem Film, Wissenswertes über Detox. Und dann geht es eben auch um die Unterschiede der Kinofassung zu auch eben der längeren Fassung. Und unter Regisseur eine Filmauswahl, die Nebendarsteller mit erwähnt und natürlich noch 20 Fakten von Stallone. Die meisten kennt man meistens schon. Und auch noch dann die wichtigsten Filme von Stallone werden auch noch hier aufgeführt. Auch da muss man wirklich klipp und klar sagen, auch das kennt man ja auch alle schon zu Genüge. Aber war trotzdem ganz gut zu lesen und auch so trotz all dem sehr interessant. Danach hatte ich ja an dem Tag Nachtdienst. Habe noch mal kurz geschlafen, dann habe dann noch mein neues Müsli gemacht, nachdem ich erst einmal einkaufen musste nochmal. Habe dann mit Emma noch ein bisschen so ein Kreuzspiel gespielt, wo man eben mit Nägeln halt eben verschiedene Formen machen kann. Und dann sind wir rausgegangen. Danach gab es eine Folge noch von Meister Ede und sein Pumuckl, die Folge 13. Pumuckl ist gar nicht schuld, eine ganz wundervolle Folge, wie der Meister Ede eben den Pumuckl leider hier immer wieder beschuldigt, irgendwas angestellt zu haben. Dabei hat er auch selber die Fehler gemacht. Eine wunderbare Folge. Also da denkt man sich immer wieder selber, wie man sich selbst immer so reagiert, wenn man weiß, okay, vielleicht ist der andere schuld, dabei stimmt es gar nicht. Also die Folge war wirklich extrem gut und bekommt von mir 9 von 10 Punkte. Danach bin ich mit dem Rad auf die Arbeit gefahren, zum Nachtdienst. Und die Nachtdienst war wirklich da einigermaßen entspannt. Meine lieben Anita habe ich gehabt. Und war wirklich entspannend. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt gibt es noch gleich dann die Langfassung, eben die Jim Gillespie's Long Version. Und wow, die ist ja komplett anders da aufgebaut als die Kinofassung. Fängt eigentlich auch gleich damit an, wie es eben zu diesem, zu der
Irrenanstalt kann man sagen, oder natürlich zu dieser Ernüchterungsklinik eigentlich auch hinfahren. Und durch Rückblicke wird eben dann der Film so aufgebaut. Der Film hat an sich ein paar Längen mehr, wie ich finde. Es ist natürlich interessant, man gibt hier verschiedene alternative Perspektiven auch man sieht mehr für die Landschaft ein bisschen mehr. Aber so an sich ist der Film schon auch so aufgebaut, aber wie gesagt, in das andere und durch die Rückblenden wird eben auch hier alles dann erklärt, wie es dazu kam. Ich muss trotz alledem sagen, die Kinofassung fand ich ein kleines bisschen besser. Finde ich jetzt persönlich. Ich finde ihn einfach zu lange, diesen Jim Gillespie Long Version Version. Da muss ich echt sagen, der geht mir echt ein bisschen zu lange. Auch muss man sagen, die Bildqualität von diesem Film oder von dieser Fassung ist auch wirklich hier sehr schlecht. Ist aber auch folgen kannst, okay, es ist ja nur ein Bonusfilm mit dabei, es ist als Bonus betitelt. Es muss jetzt hier auch keine High-End-Auflösung sein. Ist ja folgen ganz in Ordnung. Und ist, natürlich ist auch schön, dass auch jetzt hier alle Fassungen auch in diesem Mediabook auch drin haben. Das finde ich immer ganz toll, wenn sowas ist. Aber wie gesagt, die Kinofassung gefällt mir hier trotz allem ein kleines Tickchen besser. Ist einfach mehr, da ist einfach mehr, da ist, hat man keine Länge mehr dabei, der ist recht kurz und knackig, aber dafür eben auch alles aufgebaut. Bekommen jetzt von mir 7 von 10 Punkten, ein bisschen schwächer als für die Langversion, für mich persönlich, aber ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Gut, danach gab es noch Assassins, und zwar hier. Auch ebenfalls mit Stallone und auch mit Antonio Banderas. Auch diesen Film habe ich schon nicht so oft gesehen, aber auch dieser Film war wirklich sau spannend, hatte ich nicht mehr so erwartet. Ich konnte mich an diesen Film nicht mehr wirklich daran erinnern, aber er war dann doch ganz unterhaltsam. Und auch hier wurde das Buch durchgelesen, das von Mike Blankenburg wurde das geschrieben, auch hier eine Lesezeit von ca. 25 Minuten. Auch wieder eine Inhaltsangabe zu dem Film und dann natürlich eine kleine kurze Biografie über Sylvester Stallone. Auch da muss man klipp und klar sagen, das ist auch eigentlich völlig hinfällig, einfach aus dem Grund, ist eigentlich in jedem zweiten Mediabook drin, eine Biografie über Stallone, was man auch schon in- und auswendig kennt. Also hier gibt es eigentlich keine neuen, wirklich interessanten Fakten. Dann geht es auch um, natürlich über die Profi-Killer-Filme von verschiedenen Darstellern, auch von Bruce Willis, wie der Schakal und. Also auch hier gibt es auch hier eine Auflistung von verschiedenen Profi-Killer-Filmen. War ganz interessant. Und dann gibt es noch eine, was für mich sehr interessant war, auf jeden Fall auch hier eine kleine Entstehungsgeschichte zu Assassins, wo ich sagen muss, das war wirklich extrem interessant. Fand ich wirklich gut. Da gab es wirklich ein paar schöne Hintergrundinformationen über die Entstehung des Films. Dann gibt es noch eine kleine Biografie über Antonio Banderas und auch noch über Richard Donner. Und zum Schluss des Booklets gibt es noch eben einen Erfolg und Misserfolg von diesem Film. Der Film bekommt von mir ebenfalls 8 von 10 Punkte, genauso wie auch Detox. Auch der hat mir genauso gut gefallen und kann man sich auch immer gerne wieder angucken und ist wie gesagt auch ein doch sehr schönes Mediabook. Und so viel schon mal zu Assassins. Und danach gab es dann noch Dampfnudel Blues, der erste Eberhofer Krimi, für mich eigentlich mit einem von den schwächeren Filmen von dieser Krimi-Reihe, aber macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Leider kommt der gute Mann hier viel zu kurz in diesem Film, aber dann wird es im Laufe der nächsten Filme immer ein bisschen mehr. Ich mag trotzdem Eberhofer Krimis und auch dieser Film bekommt jetzt von mir hier 7 von 10 Punkten. So, dann am 19. April hatte ich dann ein bisschen geschlafen, war dann auch nochmal ganz kurz noch beim Training, habe da eben dann nochmal Pull-Training gemacht. Ich gehe immer viermal die Woche jetzt zum Training, Montag, Dienstag und dann Donnerstag und Freitag. Und somit war auch an diesem Tag auch erledigt dann. Am Wochenende mache ich keinen Training, einfach aus dem Grund, weil ich mit Zeit für die Familie verbringen. Und dann gab es noch, danach, wo ich heimgekommen bin, noch eine Folge von Meister Ede und sein Pumuckl, und zwar ein schwieriger Kunde. Auch das sehr interessant. Auch da kann man da wunderbar mit fiebern mit dem guten Herrn Eder, wo man weiß, okay, mir geht's da genauso wie ihm. Ja, da kann man auch ganz leicht aggressiv werden mit solchen Leuten. Auch die Folge war sehr amüsant, bekommen von mir ebenfalls 8 von 10 Punkte. Und dann war es dann soweit, hatte ich Nachtdienst mit unserem neuen Kollegen, mit dem lieben Fabian. Hatte da wirklich ein bisschen Angst davor, ganz ehrlich, weil er noch nicht sehr viel Erfahrung hat im Querschnittsbereich, auch vor allem im Nachtdienst, war noch nie mehr dabei, ist erst jung ausgelernt und haben dann auch doch gleich am Anfang gleich mal ein paar schwierige Fälle gehabt. Wir haben einen Zugang gekriegt und ich bekam einen S10, der
leider auch nicht sehr viel konnte. Und somit haben wir eben dann versucht, das Beste draus zu machen. Es hat auch funktioniert, hat ein bisschen länger gedauert, ist auch voll und ganz in Ordnung. Aber natürlich dann die Überwachungsstation war bei uns komplett voll. Also war es da ein bisschen aufgeregter bei uns und wir mussten uns ein bisschen vieles kümmern. Haben dann Tabletten gekriegt, habe ja ihm alles gezeigt, was man machen muss. Und dann haben wir sehr lange über das ganze Thema sich unterhalten. Habe es ihm alles erklärt noch. Also das Nachtdienst war nicht mehr so ganz entspannt wie der letzte Nachtdienst. Ist aber auch voll und ganz in Ordnung. Danach, am 20. April, habe ich wieder geschlafen dann. Und dann waren wir außen bei meinen Eltern. Denn mein Vater hat seinen 76. Geburtstag gefeiert. Verwandtschaft war da. Bin wieder kurz ein bisschen laufen gegangen mit meinem Patenkind zum Entspannen einfach. Er ist auch schon über 20 jetzt und von daher kann man sich auch gut unterhalten mit ihm. Und dann sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen heimgegangen, haben noch dann kurz ein bisschen was gegessen und musste auch gleich los auf den Nachtdienst. Und dann ist was passiert in diesem Nachtdienst, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und zwar, das war mein schlimmster Nachtdienst, den ich jemals auf dieser Station hatte. Also sowas noch nie erlebt. Wir haben eine 86-jährige Oma bekommen, die operiert worden ist. Und am Anfang war es auch ganz lieb und nett. Und dann so ab 23, 30 ist er vollkommen ausgetickt mit, ja, hat ein Durchgangssyndrom bekommen. Das heißt, sie hat ein Delir, kann man sagen. Durch die Narkose hat sie eben das nicht so gut vertragen. Und es passiert vor allem bei älteren Herrschaften, kann man sagen. Und die waren nicht mehr aufzuhalten. Wir waren eigentlich die komplette Nacht bei ihrem Bett, haben sie versucht zu beruhigen. Sobald du rausgegangen bist, hat sie geschrien nach uns. Wir haben den Doktor angerufen, wir haben so viel Schlafbedarf angeordnet bekommen von ihm. Es hat alles nichts genützt. Und dann um 5 Uhr ungefähr war es, wo ein Doktor nochmal kam, hat ihm eine Spritze gegeben zum Beruhigen, kann man sagen. Und dann hat sie endlich eingeschlafen. Wir haben dann noch bei der Tabletten gerichtet und wir haben wirklich diesen kompletten Nachtdienst komplett durchgearbeitet und das gab es wirklich sehr selten, ist wirklich bei uns sehr selten, kann man sagen. Ein schlimmer Nachtdienst. Ich habe auch gemeint, lieber Fabian, das war mein schlimmster Nachtdienst und es lag nicht an dir. Ja, das ist so. War wirklich so. Ich hatte wirklich Angst vor diesem Nachtdienst, auch mit ihm. Auch er hat es wirklich sehr gut gemeistert, hat auch sehr gut sich darum gekümmert, hat auch dann weiter Runde gemacht, während ich noch mich um die Patienten gekümmert hatte. Ich kann das viel machen, mach du hier weiter. Ich mache da die Patienten fertig, die außen sind. Und hat wirklich sehr gut funktioniert. Ja, aber jeden Fall war es mein schlimmster Nachtdienst, den ich auf dieser Station hatte. Das soll wirklich was heißen. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren auf dieser Station. Und dann am 21. April schaue ich aus dem Fenster raus. Ich dachte, ich sehe nicht richtig vom Nachtdienst. Wir haben ja nichts gemacht, außer bei dieser Frau gewesen. Und dann war da so viel Schnee bei uns, gelegen. Ich habe um Gottes Willen, alle haben es angerufen. Stefan, ich komme später. Wir haben schon Sommerreifen drauf. Ja, jetzt fährt langsam alles, kein Problem. Heute wird es eh bei uns länger werden mit der Übergabe. Macht euch keinen Stress, kriegen wir schon irgendwie hin. Also fahrt lieber vorsichtig. Ich auch heimgefahren, war um kurz vor 7 bin ich aus dem Krankenhaus rausgegangen und war um kurz nach 7:30 dann zu Hause, war echt, es war nichts geräumt, es war nur Matsch und es hat eigentlich geschneit ohne Ende. Solche Schneeflocken kamen runter, Wahnsinn. Und dann mich ins Bett gelegt und sage ich, pass auf, ich bleibe heute liegen, bis ich aufwache irgendwann. Dann bin ich um 16 Uhr aufgewacht, das ist schon sehr selten, dass ich mal so lange schlafe. Hab dann wieder was zu essen gekocht für mich, haben dann noch eine Folge Pumuckl angeguckt, und zwar der blutige Daumen. Auch das eine sehr schöne Folge, wo mein Pumuckl sich dann verletzt, weil er dann gehört hat auf dem Meister Eder. Und dann die Kinder möchten am liebsten diese graue Maus auch fangen, weil nämlich der Verband vom blutigen Daumen ist ja dann nicht mehr unsichtbar. Auch eine ganz tolle Folge und auch noch mal ganz kurz ein bisschen It's Take Two gespielt. Auch das hat mir da immer wieder wunderbar funktioniert. Danach bin ich wieder auf die Arbeit gegangen und haben dann diese Nacht, war dann mit Fabian doch ganz gut, haben alles gut durchbekommen, haben auch wieder lange geredet über die Probleme von ihm und von uns und war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Und ab jetzt, ab diesem Montag, ich weiß, ich bin natürlich später dran mit dem Video, aber ich habe so viel geschlafen, habe ich jetzt 3 Wochen Urlaub, ja! Und ich werde auch nicht sehr viel machen. Ich werde nochmal, denke ich mal, einen Wellness-Tag einlegen hier in der 7-Quell. Werde jeden Tag zum Fitnessstudio gehen. Heute gehe ich jetzt nicht, einfach aus dem Grund, ich bin erst zum Beispiel aufgestanden und habe heute auch ein bisschen Kopfschmerzen jetzt.
Und ja, mal gucken, was die Woche kommt. Ich werde jetzt versuchen, auch dann die beiden Videos zu machen, die noch ausstehen. Lust habe ich zwar keine, aber ich mache es halt mal, ne? Und ja, meine Lieben, das war's erstmal von der Kalenderwoche Nummer 16. Was habt ihr Schönes diese Woche erlebt? Schreibt es in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und tschüss.